Alle Orchideen verkauft. Oh nein, ich schon wieder Musik dauerhaft. Hardy. Hier geblieben. Und Sitz. Oh, hat gehört. Dreht sich um. Angst. So. Alle anderen Sound-Samples sind wieder weg. So, wir brauchen Orchideen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Mal gucken. Süßkartoffeln. Wollte, glaube ich, jemand haben, ne? Okay, ein Kürbis will etwas. Eine Süßkartoffel gebe ich dir gleich. Sonnenblume wird so schnell nichts. Das da, das weiß ich nicht, wie ich. Es ist abgehakt und ich habe keine Ahnung. Jede Menge Weintrauben. Daraus können wir Wein machen. Wer hätte das gedacht? Reis, das ist wichtig. Reis ist wichtig. Mit Reis können wir arbeiten. Krasser Reis, Alter. Sag doch gleich, dass alles fertig ist. Voll die gigantöse Ernte hier diesmal. Voll die gigantöse Ernte. Okay, ich bin aber ganz ehrlich, ich verkaufe alles so. Das nimmt mir sonst gerade zu viel Platz weg. Okay, den Reis behalte ich. Den Wein mache ich nur den goldenen Wein. Einfach nur, um Platz zu sparen. Wir haben noch nicht so viel Verarbeitungszeug. Das ist nur platzsparend. Oh, ist das schön, dass man jetzt Glas übrigens aus Stein machen kann. Ist sehr schön. Okay, 48. So, nochmal ein bisschen abgeaubergined. Auch verkaufen. Es gibt wieder Geld, ne? Meine Güte. Das flutscht hier an Geld. Ich glaube, wir mussten Reis in die Mühle machen, oder? Ja. Oder? Kommt da jetzt Reis? Gibt es Reismehl? Nee, das ergibt keinen Sinn, oder? Die schlimmste Aufgabe ist immer noch das hier. Weil wir hier gießen müssen. So, jetzt dürfen die Tiere aber wieder raus, ne? Ja. Gott, ist das nervig, dass die ganze Zeit diese Gute-Nacht-Musik läuft. Keine anderen Sound-Samples mehr, nichts mehr. Oh, eine große L-Milch. Sehr schön, danke. Nehme ich doch glatt mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, Reis kriegt ihr nicht zu essen. Kling, kling, kling. Ich mache die Soundsamples jetzt. Kling, kling, kling. Und so weiter und so fort. Ach ja, nack, nack, nack. Ist auch noch dazwischen.
Knack, knack und back, back und wie die nie alle heißen. Alter, ein super geiles Entenei. Back, 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 back und so, ja. Hühnergeräusch, Hühnergeräusch. Hühnergeräusch. Entengeräusch. Falsche Ente angefasst. Das Gedüdel ist bald vorbei. Eiertechnisch ist da nichts mehr. Eiertechnisch. So, wir gehen mal ganz kurz in die Labor. A müssen wir da eh hin wegen den Dingern und B es nervt einfach die ganze Zeit die Musik auf dem Kopf zu haben. Das wird ja doch irgendwann ein bisschen schnobbelig. Dann müssen wir noch 48 von den Eien kaufen und 14 von Orchideen. Dann müssen wir noch zu den Pfeilen gucken, aber ich will erstmal hier rein. Ich weiß, da hört's auf mit der Musik. Weil hier neue Musik drin ist. Danke. Goldsamer. Ja, Goldsamer. Dankeschön. So, jetzt haben wir nicht mehr diese Musik. Jetzt hat sich das... Ich habe das Gefühl, dass das jetzt erstmal ein Bug sein wird und voraussichtlich jeden Tag so laufen wird. Was sehe ich da? Was heißt hier Klost? Okay, wer wollte denn die Süßkartoffel? Anne. Wer ist Anne? Wo ist Anne? Aha. Anne, I got you a Süßkartoffel. Ich will zu deiner Frau. Bitte. Ich hasse alles. Ach Mann. Ach Gott. Wir gehen gerne nochmal eine Süßkartoffel holen. Das kommt, wenn man so schnell klickt. Haben wir noch nicht gespendet. Jetzt kam mir doch gleich fischig vor. Ehrlich gesagt bin ich gerade voll verwirrt, wo der wohnt da. Okay. Was haben wir denn hier fangen? Oh, sehr schön, ein Kurzflügler. Sehr schön. Genau, das war auch noch ein Kurzflügler. Sehr schön. Weil wir schon dabei sind. Noch drauf? Ich dachte, das muss ich jedes Mal erneuern. Okay, ist noch drin. Schön. Kurzflügler. Genau die wollte ich haben. Dafür sind Insektenfallen gut.
Wir sollten mehr aufstellen tatsächlich. Aber ich will sie auch nicht überall stehen haben. Das sieht so furchtbar aus. So, einmal die Sumatra-Ding und den Kurzflügler können wir auch noch spenden. Den anderen können wir zur Göttin bringen. Aber bevor wir zur Göttin gehen, gehen wir mal ganz kurz nochmal Dinge tun. So, Süßkartoffel. So. Zur Göttin. Dann gucken wir, wo Anne ist. So, Insekt bei Nacht. 100 Füßler und noch so ein Altspinner-Modde. Ozeantierchen, ja, Insekten bei Tag. Habe ich nie geguckt, wo die sein könnten, tatsächlich. Habe ich auch so nicht im Kopf, müssen wir nach der Zeit immer so ein bisschen finden. Ist ja auch nicht das Problem. So, Anne. Jetzt aber mal ernsthaft, wo bist denn du? Ah, ja. Ich habe nämlich eine verdammte Süßkartoffel für dich. Ich schwöre, diesmal esse ich sie nicht vor deiner Nase. Die hätten wir mal einfangen sollen, die Libelle. Hallo. Bitte. Danke. So. Jetzt bin ich zufrieden. Dankeschön. Entschuldigung. Gut. Na, wenn wir das haben. Kurzflügler, das haben wir. Das. Ja, eigentlich geht's uns gut. Ich finde es schön, dass wir das geschafft haben. Wir konnten leider nichts einkaufen. Der Reis. Könnten wir fast wieder was für die Göttin abgeben. Das ist Reismehl. Nee, sag ich doch, es gibt wirklich Reismehl. Ist das Reis so? Ich wusste noch nicht mal, dass es Reismehl gibt. Ich habe die ganze Zeit mit Körnerreis gerechnet. So, wir können. Ich weiß nicht, ob wir das als Rezept haben, ehrlich gesagt. Nö. Okay, macht man diese Dinger im Topf? Was macht. Mach ich das im Topf? Nein. Scheiße. Mache ich das mit Gewürzset? Ja, da ist es. Onigiri. Mit Gewürzset, okay. Onigiri. So, das Onigiri bringen wir schnell mal hin, damit wir es haben. Und damit, das müsste dann ja sogar fertig sein, ne? Das einfache Kochen, das heißt, es gibt wieder Punkte. Das ist bestimmt nicht hier. Ja, aber sehr nice. Eine Ölpresse, naja klar, können wir immer. Warte, eine Ölpresse haben wir doch gar nicht, ne? Oh, eine Ölpresse. Schön. Eine Ölpresse haben wir ja noch gar nicht. Das ist ja fein. Das ist fein, das ist fein, das ist sehr, 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 sehr fein. Okay, die Ölpresse, damit können wir Öl pressen.
Gigantotös. Aber das. Nee, nicht dazwischen. Was kann man zu Öl pressen? Dinge, die man auspressen kann, sind. Nennen Sie drei Dinge, die man auspressen kann. Bok Choy. Gerstenöl. Antischockenöl. So, das Bok Choy nähert sich dem Ende. Ja. Kimmich arbeitet. Die Ölpresse. Jetzt bräuchten wir halt nur noch Schweine. Schweine kriegen wir erst, wenn wir Level Up gehen. Schweine Level Up. Jetzt, wo wir wieder so ein bisschen Glas haben, ne? Erstmal würde mich das hier nochmal sehr interessieren. Dafür brauchen wir Goldbarren. Habe ich Golderz? Zweifle ich schon fast. Bezweifle ich schon fast, dass ich Golderz habe. Wir sollten vielleicht mal in die Mine gehen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir müssen noch gleich nochmal zum Hartholz-Equipment-Lager. Das ist dann auch noch wichtig. Habe ich hier, hier hinten war das, ne? Mit den Goldsachen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ah doch, wir haben eine, achso, wir haben schon eine große Goldmayonnaise. Okay. Dann nehmen wir Goldartefakt-Ding und dann. So. Okay, wenn wir schon eine Goldmayo haben, dann packen wir die wieder rein. Empathie. Genau, das wollte ich gucken. Okay, wir haben kein Holz mehr, aber wir haben 8 Einmachgläser. Das ist sehr nice. Damit kann man auf jeden Fall schon mal wieder arbeiten. Damit kann man arbeiten mit den Einmachgläsern. Schön. So. Kann man doch bestimmt auch einlegen, oder? Nö, okay. Dann nicht. Was bringt mir das eigentlich? Ich glaube, wir sind jetzt stärker. So, das ist doch schon mal gut. Dann haben wir wenigstens schon mal wieder ein paar Einmachgläser gemacht. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Das müssten wir auch noch mal mit den Fässern machen eigentlich. Was brauche ich denn für die Fässer? Bronze- und Silberbarren. Okay, das dauert noch. Die müssen wir erstmal irgendwie zusammenschustern. Aber jetzt gucken wir erstmal in die Hartholzabteilung. Und zum Geist.
wenn der schon mal da ist. Wenn er denn da ist. Nichts da, nichts. Wenigstens einmal Hartholz. Haben oder nicht haben. Hey, dann haben wir wenigstens noch mal. Ich glaube, wir können bald hartholztechnisch loslegen. Ist nur eine Wespe. Wir sollten morgen mal gucken. Brauchen wir bestimmt auch noch Holz für. Sonst wird das bestimmt auch nichts mit Erweiterung des Stalls oder sowas. Ich würde erstmal den Stall erweitern. Dass wir die Ziege haben. Und danach holen wir uns dann den größeren Hühnerstall. Aber erstmal den großen Stall. Sehr schön. Seltener Scheiß. Ah, komm schon, bra. Bra, sagt man das so? Ich hab keine Ahnung. Ich find's furchtbar, wenn man das sagt. Vor allem, weil sie damit Bro meinen und nicht bra. So, Holz haben wir jetzt 300, damit könnte man eventuell schon arbeiten. Ich weiß es nicht, weil wir es nicht im Kopf haben, wie das teuer wird. Aber damit kann man doch bestimmt schon was arbeiten, oder? Dann nehmen wir morgen mal Stein mit, alles was man so finden, machen kann. Jetzt habe ich keinen Goldseetang mehr. Es sei denn, hier flinzt noch irgendwo Goldseetang rum. Was wollte ich? Stein. Können wir damit drauf schaufeln. Das könnte man noch gebrauchen dafür. Ja, mit Schrott. Das. Ja, Glas weiß ich nicht. Saft glaube ich nicht. Ich nehme nochmal Fasern mit, falls wir die brauchen morgen. Das ist aber für morgen. Jetzt müssen wir erstmal schnell ins Bett tatsächlich. Ich gehe mit meinem Stück Schrott schlafen. Leistungspunkte. Danke. 18.000 verdient. Oh, nice. Das letzte Mal 17.000, jetzt 18.000. Mensch, das Geld steigt ja wieder langsam. Das finde ich gut. Wir fangen uns langsam. Das ist schön, wenn wir Geld zusammenbekommen, ist das schön. Gerstenbier ist gar nicht mal so wenig zu verkaufen. 400.
Ja, nicht mal so schlecht. Okay, ich verabschiede mich jetzt aber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.